Hallo und herzlich willkommen bei den Gameswelt News. Mein Name ist Felix Rick und ich habe mal wieder ein paar Nachrichten für euch. Unter anderem sehr viele News aus dem Hause Electronic Arts. Da gab es nämlich einen Investor Call und da wurde über Titanfall 3 gesprochen, neues Plants vs. Zombies und auch Need for Speed. Mehr Infos dazu gleich. Dann alle Käufer von Sea of Thieves können jetzt kostenlos ein paar Freunde einladen, die dann das Spiel spielen können. Außerdem Mortal Kombat 11, da gibt es einen Trailer für einen neuen Charakter innerhalb des Spiels. Und der Xbox Game Pass. Ich sag euch, welche Spiele ihr im Februar erwarten könnt. EA hat mal wieder mit den Investoren geschnackt und dabei sind ein paar interessante Infos rumgekommen. So hat sich Battlefield 5 schlechter als erwartet verkauft und ging wohl im dritten Quartal nur 7,3 Millionen Mal über die Theke. Man hatte da mindestens 1 Million mehr erwartet und man schiebt das darauf, weil man sich zu sehr auf den Singleplayer-Modus konzentriert hat. Wichtiger ist allerdings, dass man noch erfahren hat, was jetzt in diesem Herbst, also im Herbst 2019 noch alles kommen soll. Ein neues Plants vs. Zombies Garden Warfare Spiel, dann ein neues Need for Speed, hätte ich jetzt nicht gedacht, ne, nach den letzten Nulpen. Und natürlich Star Wars Jedi Fallen Order von Respawn. Respawn hat jetzt aber auch bekannt gegeben über Twitter bzw. Vince Zampella von Respawn, dass wohl auch ein neues Titanfall-Spiel kommen soll und zwar noch dieses Jahr und das soll auch nichts Free-to-Play werden, ne, so wie Apex Legends. Sondern was Richtiges, was man dann auch bezahlen muss. Das dachte man ja auch nicht, aber Titanfall 3 sieht wohl ganz gut aus. Alle Käufer von Sea of Thieves und Abonnenten des Microsoft oder Xbox Game Passes können zurzeit an einer Aktion teilnehmen, wo man 3 Freunde zum Spiel einlädt und die können dann kostenlos das Spiel spielen. Die Aktion geht seit heute bis zum 13. Februar, ne, kann man so ein bisschen die weite virtuelle See unsicher machen. Und wer sich dann die Vollversion holt, kriegt das Ganze mit 35% Rabatt. Am 23. April erscheint Mortal Kombat 11 und da fragt man sich natürlich, welche Kämpfer werden denn alle am Start sein? Nun, jetzt ist ein Trailer rausgehauen worden, wo man einen sieht, den man bereits kannte aus vergangenen Mortal Kombat Spielen und zwar Cabal. Der wird am Start sein und der hat einen Trailer erhalten, der über 2 Minuten lang ist, wo er ordentlich die Ärsche tritt. Tja, ich bin gespannt, wer da noch alles so im Roster mit dabei sein wird. Falls ihr einen Xbox Game Pass habt oder beziehungsweise Abonnent seid, dann könnt ihr euch auf den Februar freuen, da kommen wieder jede Menge neue Spiele. Ab dem 7. Februar gibt es Shadow of the Tomb Raider und die erste Staffel von The Walking Dead. Außerdem das BMX Tricks-Spiel Pumped BMX Pro. Am 14. Februar kommt dann dazu The Blob und am 15. erscheint Crackdown 3, dann eben auch für den Xbox Game Pass. Und am 21. Februar gibt es dann nochmal was und zwar Batman Return to Arkham. Das sind quasi die Remastered-Versionen von Batman Arkham Asylum und Batman Arkham City für die Xbox One. Jede Menge Spiele, der Xbox Game Pass lohnt sich immer mehr meines Erachtens. Das waren die News für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderbaren Tag und wie immer... Wir sehen uns morgen wieder.